Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele wieder EverQuest 2. Habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert. Also anscheinend geht es nicht, dass man Deutsch auf dem Ami-Server spielen kann. Und die Timelog-Server gibt es ja nur in Amiland. Also nur in der US-Version. Und daher muss ich es dann wohl auf Englisch spielen. Und ich mache einfach mal weiter. Ah, there you are. I have been expecting you. There is much work ahead of us in establishing Freeport's dominance over this island. The Overlord's troops have secured the outpost, but there is a growing nuisance on the other side of the island that must be addressed. That is where you come in. I am Teil Envelix, attendant and confidant of the Overlord. I am here to ensure that our operation on this island is successful. You, on the other hand, will be assisting us with some field work to help prepare you for life as a citizen of Freeport. Remember to always keep the will of the Overlord foremost in your thoughts, and you will go far. The city of Freeport is a power unrivaled on Norath, no matter what you might hear from Kenosian riffraff. You must pledge yourself to this power and become part of it. Do this, and I will reward you handsomely. Excellent. There is indeed much potential in you. I think it is time to begin your training. Das finde ich auch. You must be strong if you wish to serve properly. Northwest of here you can find trainer Darg Frostwind. Speak with him about combat training and do as he tells you. In case you forget, I've written down his name and location in your quest journal. Okay, ich soll zum Kampftrainer. Ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht so beibehalten, dass ich jede Unterhaltung durchlaufen lasse. Bitte anhalten und lesen. Greetings. I've been stationed here at the outpost to teach new recruits the finer points of combat. After all, it's our duty to honor the Overlord by achieving legendary victories in his glorious name. Very well. The nearby sparring partners to my left are all looking to fight. They may hurt you, but they won't kill you. Return to me once you've bested one of them in combat. Okay. Sparringpartner. Eins. Ich weiß nicht, wie viel ich davon bekämpfen muss. Well done. Na komm, machen wir den dritten auch noch. Was soll der Geiz? Oh, ein Peppisch. Well done. Okay. Ich vergesse immer linke Maustaste. The sparring partner yet? Good. The stronger you are, the more you... I'm sure. Das war's. Oh, da hinten funkelt's. So, das hier ist die Starterinsel. Das ist Tutorial. Mit dem ganzen... Dings lernt klarzukommen. Steuerung und so. Das übliche halt. So, are you ready to learn more about the outpost? Ja, ich bin fertig. This outpost was recently established. The intruders, not just yet. Ich bin fertig. Habe ich das nicht schon gesagt? To Chef Gorga. Report back to me. Werde ich. So. Mittlerweile habe ich auch festgestellt, dass Sachen erstmal hier in dieses vorläufige Inventar kommen. Ich das von dort aus direkt anziehen kann. Ich habe auch ein bisschen mit den Leisten rumgespielt. War eigentlich ganz einfach. Man kann alles so machen, wie man es will. Man muss es nur freischalten. Also das kann man dann hier mit rechte Maus, rechte Klick. Hotbar Settings kann man alles einstellen. Wie groß die sein soll. Wie der Text aussehen soll. Man die Symbole verschieben kann. Was auch immer. Also alles Mögliche. Verschieben kann man die Teile. Das ist ein bisschen knifflig, aber es
die richtige Stelle treffen und dann geht das. So. Ganz easy. Da habe ich jetzt mal die Sachen reingeschoben, die ich nicht so oft brauche. Oh, da funkelt es schon wieder. Funkeln ist gut. Habe ich aber schon. Ich will gleich mal was verkaufen. Nämlich die Federn, die ich doppelt habe. Na gut, und weiter geht's. Hier soll ich hin. Sieht man nicht so gut, aber da ist dieses Buch auf der Map. Andere Spieler. Hi. Need to wait for the stew to be done. No firsties. Mini militia to feed. Your mouth no bigger than the rest. Mm-hmm. Ah, yes. Tail said you were coming. Good then. Gorga can stir the pot while you goes to collect more ingredients. Seaside stew. Only a couple things we still needs to get. First is the buzzers, bugging Gorga they are. Not sure how they taste, but less of them is better. Be sure to pluck out the wings slowly. The last buzz is the best buzz. Oh, Bienen fangen. Für das Stew. Essen. Habi, habi. Ich hab besonders viel Schaden, mache ich aber nicht. Nummer 1. Das war schnell. Nummer 2. Der Angriff gefällt mir nicht. Es dauert ja viel zu lange, bis der mal fertig ist. Das waren 3. Zurückbringen. Toss them in the pot. The next yummies are the main pot filler. Livers! Leber. Yummy, yummy. Von denen da. Erstmal den langen. Der jetzt aber noch nicht fertig ist. Ich könnte natürlich auch immer erstmal ein Patch drauf schicken, aber. Ich glaube, so schwer sind die nicht hier. Schon gut. Und eins. Eins brauche ich noch. Oh, Bäume. Holzfällen. Zehn von 10 und 10 von 10. Na, wie viel Holz hat denn so ein Baum? Ah, gut. So, das letzte Kalb. Noch was, das ich nicht kenne. Fallen. Sechs von 10. 7 von 10. Inventar voll. Ganz toll. Was haben wir denn hier? Das kann ich, glaube ich, wegwerfen. Teeblätter, Kaffeebohnen. Den tue ich immer weg. Froschbeine. Okay. Ich habe ein zu kleines Gepäck, glaube ich. Irgendwie. 8 von 10. Mal zusehen, dass das immer ganz oben ist. Dann kann ich auch alles sammeln. Zehn. Noch eins. Yay. So. Die Leber zurückbringen.
Oh, ich habe was Besonderes gefunden. Spezialzutat. Und jetzt soll ich zurück zu meiner Instrukteurin. Von der Suppe kriege ich wohl nichts ab. Did you enjoy your hunting in the seaside glade with Chef Gorga? Gorga was impressed with your handiwork. I'm sure the outpost militia guards will be pleased with her stew, though I can't stomach troll cooking myself. You show potential indeed, as promised. Here is your reward. So, are you ready to prove? Good. Now listen closely. Though a direct attack upon your enemy can be quite satisfying, there are often more subtle means of inflicting damage. Cut off the feet, and the head is sure to follow, if you get my meaning. Indeed, cunning and subtlety are often effective. And who is more cunning and subtle than an assassin? We've established a camp through the archway to the west, at the far end of Seaside Glade. Go and speak to Assassin Vemir, who has devised a plan to strike at the heart of the Tunarians. Assassin Vemir. Okay, ich soll mich bei einem Assassinen melden, der vorne im, im anderen Lager steht, aber ich muss erstmal irgendwas verkaufen. Ich hab zu viel Zeug, ich hab nichts zu verkaufen. Das ist aber doof. Wieso kann ich die Sachen nicht verkaufen? Was soll ich denn sonst damit tun? Ich ziehe mal mein Messer wieder an. Dann, das kann ich bestimmt verkaufen. Ne? Yep. Ich brauche eine größere Tasche. Achso, ich habe noch was im Overflow. Da. Jetzt Inventar verschieben. Und anziehen. So. Ich muss aufhören, Zeug zu sammeln. Ich habe keinen Platz. Geh mir aus den Füßen, du Riese. Scouting out the nearby areas, trying to get a better feel of what we's up against. Beastmasters, these Tunarians are, training the wild animals of the island to fight for them. We's gonna cut off their resources to weaken them in the long terms, setting up a major attack after they are weakened. If we take out their picks of the wild animals, they'll have nothing to train. They trains the bears, hawks, and wolves on the island. The wolves are a bit too deep to touch now, but the bears and hawks are nearby, so we start with those. First, head north up the slope into the Wilderwood, or west into Cliff Diver Canyon and lay down some bears. Returns when you are done. Okay, also der Feind setzt Tiere ein, zähmt die und so. Und genau die Tiere soll ich jetzt töten, nämlich die Bären. So, ich will ja nichts mehr looten, verdammt. Ich muss doch was looten. Oh, das war schnell. Da hinten funkelt's. Ich glaube, ich habe schon wieder keinen Platz mehr im Gepäck. Oh Mann, das ist so ätzend. Was kann ich dir mal wegwerfen? Ach, okay. So werde ich nie reich. Noch ein Bären, noch zwei Bären brauche ich. Au. Jetzt noch einen. Du da.
Skelett ist ja lustig. Und zurückkehren. Hi. The bears are dead? Yep. Good. Now's for a tricky task, so pay attention. The hawks you will now hunt reside high on the cliffs in Cliff Diver Canyon to the west of here. Until now, we've been unable to get to them. The Cliff Diver hawks perch high up and watch for foods to attack below. I've got some food for them right here. Take these mole rats, and when you think you are in a good position below the hawks, examine them in your inventory and release one. Return. Okay, so. Hawks anlocken mit Futter. You're that new recruit I keep hearing about. Yep. Isn't it? Ich bin kein Rekrut. Your reputation precedes you, as will mine someday soon. When I return to Freeport, my prestige will bring honor to my family. I came here to make a name for myself, but it's been difficult to stand out in the crowd. I have a new assignment, and it's puzzling me. Would you help me unravel it? There's a lot of undercover work here, which means even if you do well, the higher-ups may not know it's you doing the work. Some of my best work was claimed by someone else, and I mean to fix that. Not long ago, I intercepted part of a note one of the Tunarian spies was delivering. They've hidden the remaining pieces. We need to get them all back to learn more of what they're doing. Okay. I appreciate it. Whatever glory comes of this, we'll share the credit. I'm sure this will more than make up for the work I've done that others have taken credit for. A word of warning, be wary. Das Inventar, das ist lustig. Wirklich lustig. So, ich habe was im Overflow natürlich. Was werfe ich jetzt weg? Gleich weg. Was muss ich mir nämlich angucken? Das kann ich nicht, wenn es im Overflow ist. Jetzt soll ich die Pferde wachen, also die Reiter auf den Pferden durchsuchen. Ich muss noch Zeug wegtun. Wird das glitzern? Ich habe keine Wahl. Die komischen Froschschenkel auch weg. Ist noch Fische. Könnte ich massenhaft sammeln. Das ist der Bait, den ich brauche für... Muss ich wieder da rein. Den Bait brauche ich für die andere Quest, um die Hawks anzulocken. So, jetzt muss ich die Reiter suchen. Da ist einer. Ein bisschen stärker. Geld dabei, zum Glück. Da ist noch einer. Der sich gerade. Sprung noch einen. Noch zwei. Oh, die Bären sind böse. Und da ist einer. Der hat sich von hinten angeschlichen. Halten von den Bären. Da ist ein Vogelding. Hey, habe ich noch nicht. Noch eine Feder fehlt mir. Geh weg, Bär. Bleib mir von der... Da ist er. Du. Wie das mit dem Nahkampf ist, müsste ich doch eigentlich auch können. Den reicht auch nicht, ich weiß es nicht.
So, das war Nummer 3. Jetzt muss ich mir wieder dieses Dingens anschauen. Jetzt muss ich wieder die Cups jagen. Also irgendwo sind diese Zettel verstreut und ich muss die suchen. Oh oh, Reiter hinter mir. Ja. Ich glaube, ich muss meine Tastatur noch mal ein bisschen umstellen. Mach ihn fertig, kleiner Mann, mach ihn fertig. Ich brauche noch mehr Cups, noch 3. Der ist fast schon freiwillig gestorben. In der Bewegung kann ich nicht angreifen. Das Feld lasse ich jetzt mal liegen. Jetzt ist schon wieder ein Reiter hinter mir. Das ist eine gefährliche Gegend hier. Schatzkiste. Nützt mir jetzt nicht wirklich was. Macht nur das Gepäck voll, aber ich lasse es doch nicht liegen. Da ist. Okay, jetzt brauche ich die großen Bären. Ist das meine letzte Feder? Nein, schade. Die lösche ich gleich wieder. Platz. So, einen großen dicken Bären, beziehungsweise 3 große dicke Bären. Ich gehe mal woanders hin. Das ist mit den Reitern, das ist echt doof. So, die kleinen. Da vorne ist ein großer. Oh, da kommt schon wieder ein Reiter. Bisschen irgendjemand greift mich an. Oh, schon wieder. Verdammt. Ich muss mir das angewöhnen, stehen zu bleiben, wenn ich angreife. So, jetzt bleib weg. Ein bisschen hier in die Ecke gehen. Im Großen brauche ich auch 3. Lieber einen Kämpfer machen, so einen mit Waffen. Tschu, pum, pum. Aber das kann ich ja noch tun. Zwei. Einen noch. Ich muss mir sowieso die ganzen Sachen hier noch mal ein bisschen umlegen. Ist jetzt so ein bisschen unübersichtlich. Nummer 3. So, jetzt soll ich mir die Zettel noch mal angucken, die ich gefunden habe. Ein bisschen hier hingehen. Zettel, da. Untersuchen. Neue Hinweise. Und zwar, ich soll mit Dings reden. Jo. Funkelt nichts, der boxt. Fäusten ist auch gut, dann brauchen wir keine Waffen.
you found more of the missing pieces? Yep. The Tenarian note is still incomplete. But this, as you know, I came here to make more of a name for myself. When I return home, my marriage will take place. I've been betrothed since birth to a lady from a good family. The match will elevate my family's status. Unfortunately, my betrothed has the face of a horse. Also, unfortunately, I found myself unnaturally attracted to one of those Tenarian spies. A wood elf. She's graceful, beautiful, and deadly. Nothing must come of this fancy of mine. I cannot let my reputation be sullied by even the merest hint of a romance with one of their kind. Yep, fine, Leanna. Kill her. I do it myself, but I fear that seeing her again might weaken my resolve. She could be anywhere on this island. Once she's out of the way, I won't be tempted again, and my family's honor will not be stained. For all I know, she was put here specifically to entice men like me to falter. Klar, er hat sich verknallt. There's no time like the present. Erledigen, damit er nicht in Versuchung kommt. Search the Wilderwood. Wo ist denn the Wilderwood? Ist das das Wilderwood? Da steht ein Schild, da steht nichts drauf. Hab jetzt nicht drauf geachtet. Ja, das ist der Wilderwood. Ja, ich habe schon gesucht, okay. Rocky Dick. East. East ist rechts. Hier so. Rocky Dick scheint richtig zu sein. Oh, die sind böse. Target ist nicht in Hilfe. Jetzt soll ich wieder woanders suchen. Cliff Diver Canyon. Westlich vom Seaside Glade. Ja, meine Güte. Wo soll das denn jetzt sein? Westlich ist doch hier. Wo ist Seaside Glade? Da war ich noch gar nicht. Ist hier denn schon fertig? Oh, Funkelding. Falkenfeder habe ich schon. Falkenfeder. Ich habe jetzt aber auch noch eine Tasche bekommen. Das heißt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Aber wo ist bitte Seaside Cliff Glade? Sidekick. Das ist der Boxer. Ich habe keinen Plan, wo das sein soll. Die Gebären. Und Reiter. Hier ist ja alles. Ein bisschen aufpassen. Das hat nichts genützt. Irgendwas habe ich jetzt doch hinter mir. Das ist bestimmt nicht richtig hier. Au, tut mir nichts. Hui. Fisher's Fall. Da wollte ich, glaube ich, nicht hin. Hier sind ja überall Gegner. Hilfe! Das ist ein Gelb. Tut nicht, zieh weg hier. Hier bin ich falsch. Definitiv. Hier vielleicht. Valley of Discipline. Discipline. Das ist auch nicht richtig. Viel zu weit. Vorne funkelt's. Ich komme nicht dran. Oh Mann. Au, 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 au. Oh,
Hier bin ich jetzt richtig, aber ich muss flüchten. Au, 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 au. Was ist eigentlich mein Pet? Puh. Glaub, hier bin ich jetzt wieder sicher. Aus dem Funkelt hier. Yay! Was war das? Hat er mich gehauen? Kann der das? So, ich habe eine Sammlung fertig. Kann mich nicht hauen, das ist doch kein PvP. So, und jetzt soll ich irgendwie Falken anlocken. Da ist ein Falke. Ein Hawk, meine ich. Und wie mache ich das? Ach so. Habe ich jetzt hingelegt? Ah. Wo ist denn mein Pet? Pet, wo bist du? Ist es weg? Neues Zaubern? Das dauert ganz schön lange. Aber da ist es. Ich habe zu mal einen Screenshot machen, damit ich schöne Vorschaubilder machen kann. Ich habe das jetzt über Steam installiert, weil das andere irgendwie nicht ging. So, da ist noch ein Falke. Hawk, meine ich. Adler, irgendwas, meine Güte. Examine und Release. So, jetzt machen wir das mal besser. Wenn ich es mal im Ziel habe. Fehlt noch. Das ist ein Böser. Kein Hawk mehr da. Ah, auf der Seite ist noch welche. Ups, was ist das denn für ein Planet? Kaputter Mond. Verdammt. Na gut. So, noch einmal. Das war's. Return. Zurück zu dem Assassin. Und für das andere muss ich Wildbärental durchsuchen. Wo auch immer das ist. Hier brauche ich nichts mehr. Federn habe ich alle. Lass nur mal gucken, wo ich die eintauschen kann. Excellent job. I think we've done a good job stopping the... Danke. Was mache ich mit der Not? Neue Quest. Ich habe ihm gut gedient. Bla bla bla. Er schickt mich nur weiter. So. Equip. Ich habe das ausgeschaltet, dass man Helme sehen kann. Das war wohl das Empfehlungsschreiben für den hier. Ready for a little sabotage? The mine is inside the Wilderwood in the far eastern corner.
Head in there and stir up the hornet's nest. Take out some of their miners, and while you're at it, grab some of the loose ore around the mine. Ta'il wants to know what it is that they're mining. Kein Ding. Ich soll die Minenarbeiter töten und was von dem Material sammeln, weil seine Vorgesetzten gern wissen wollen, was es ist. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Wo ist mein... Da. So. Was haben wir hier? Wölfe. Nester. Ich soll aber Minenarbeiter töten und nicht Wolfsdingsbums. Allerdings sehe ich keine Minenarbeiter. Falkner? Verdammt. Die war ganz schön schnell. Ja, dann hättest du mich nicht angreifen sollen. Wo sind denn hier Minenarbeiter? Bin ich falsch? Das ist bestimmt auch eine Feder. Ich glaube, was anderes als Federn und Muscheln gibt es hier nicht. Aber ich kann hier mal gucken. Ja, Feder. So, das sind's. Ui, die sind aber ganz böse. Muss ich mal ein bisschen Abstand halten. Knallrot. Was ist das? Protektor. Der Hawk ist ja auch böse. Oh Mann. Gleich mit Zweien zu tun. Mit Falkner und dem Falken. Ah, jetzt sticht doch zu. Sehr schön. Das sind die falschen. Och, die haben aber auch alle eine Range. Kann man sich ja nicht mal vorbeischleichen. Ein bisschen Abstand halten. Fischer Falls, hier war ich ja schon mal. Bei Minenarbeiter habe ich hier auch keine gesehen. Oder ist das ein Minenarbeiter? Fischer. Natürlich ein Fischer. Sind die Minenarbeiter da hinten bei dem Steinbruch? Bin ich jetzt natürlich ganz in die falsche Richtung gerannt. Kann ich mir vorstellen. Und das Wildbär-Dingens ist doch bestimmt auch da. Au, ist mir egal, jetzt renne ich einfach weiter. Lass mich in Ruhe. Cliff Diver Canyon. Ich habe auch gar nicht gesehen, ob das auf der großen Map irgendwie deutlicher beschrieben ist, was wo ist. Muss ich gleich nochmal schauen, wenn ich... Ah, ich habe was gefunden. Den Geist von Elena. Laena. Und wo? Ich
sehe keinen Geist. Hier? Oh. Nein, ich sehe keinen Geist. Hier? Oh. Hallo, Geist. Natürlich. Ich muss den Geist töten. Oh, das war schnell. Nichts wie weg. Zeit ist auch schon wieder um. Ich gehe noch schnell zum Questgeber. Oh, ich habe ja auch Sprint. Jetzt geht es auf die Ausdauer. Is she dead? Yep. I don't care for details. I just want to make sure she died with honor. Genau, so ist sie in Ehre gestorben. I hadn't expected. Und ich habe einen Ring bekommen. Ring ist bestimmt gut. Mal gucken. Zwei Dings, tudum, tudum. Kann ich zwei Ringe tragen? Okay, ich habe ihn attuned. Mache ich damit? Es gibt mir eine Quest. Okay. Uiui. Lore and Legends. Ghosts. Ajo, das ist, glaube ich, was längerfristiges. Alles klar. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder zurück da in die Mine. Aber für heute war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao.